Unter dem Motto kulturelle Langeweile ausgeschlossen gab es eine Pressemitteilung. Daran teilgenommen haben von links Berthold Strobel, Vizebürgermeister, Bürgermeister Hofer und für die Organisation zuständig Erwin Hofer, sowie Helmut Sander, Veranstaltungsagentur Mediacon. Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts, um es spitz zu formulieren. Kann man das so stehen lassen, Herr Bürgermeister? Kultur ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig, weil ich glaube, in einer gesellschaftlich herausfordernden Zeit ist es notwendig, dass die Bevölkerung, dass die Gesellschaft näher zusammenrückt, ein Miteinander lebt und daher und dafür ist Kultur notwendig, unverzichtbar eigentlich. Und ich freue mich sehr als Bürgermeister, dass wir für das Jahr 2022 wieder ein sehr spannendes Kultur- und Veranstaltungsprogramm zusammenstellen konnten, das weit über die Gemeindegrenzen, glaube ich, hinaus auch gut angenommen werden wird. Es ist ja nicht nur die Mehrzweckhalle, die 350 Personen fassen kann, sondern auch die Markttage, die im Ortszentrum stattfinden, haben Turnau über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. 2022 ist es wieder möglich, Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Es ist wirklich ein sehr vielfältiges, reichhaltiges Kulturprogramm von Kabarettveranstaltungen über Konzerte, Ausstellungen, Lesungen bis hin zu Festivitäten. Wir freuen uns, dass wir am 19. Mai Markus Hirtler als Ermi-Oma mit seinem Kabarettprogramm 24 Stunden Pflege bei uns im Mehrzwecksaal um 19.30 Uhr begrüßen können. Wir freuen uns aber auch, dass ein Kindermusical mit dem Titel Banda Banda Anfang Juli, am 1. Juli, auch im Mehrzwecksaal um 16 Uhr stattfinden wird. Und da darf ich mich herzlich bedanken bei unserem Kooperationspartner Mediacon, der uns hier bei beiden Veranstaltungen unterstützen wird. Besonders freuen tun wir uns in Turnau darüber, dass nach zweijähriger Corona-bedingter Pause heuer wieder der Markttag, die Turnau-Markttage bei uns stattfinden werden. Das wird am 9. und 10. Juli der Fall sein und da haben vor allem unsere Vereine und Organisationen ein sehr buntes Programm schon zusammengestellt, denn den Markttag begreifen wir in Turnau als Fest für und von unseren Vereinen und Organisationen. Es wird am Samstag mit Lucy und der Wolf eine Musikgruppe für das jüngere Publikum, glaube ich, von uns engagiert sein und am Sonntag gibt es dann für die Fans der Obergreiner Musik die Obergreiner Allstars und dazwischen, wie gesagt, ganz viel buntes Programm von unseren Vereinen und Organisationen. Wir haben dann gesagt, das war eine Lehre, die wir aus der Corona-Pandemie gezogen haben. Wir wollen auch während der Sommermonate kleine, feine Kulturveranstaltungen bei uns in Turnau auf die Beine stellen. So ist der Kulturnauer Sommer vergangenes Jahr das erste Mal entstanden und auch heuer wird diese Veranstaltungsschiene wieder stattfinden. Dabei wird es Blasmusikkonzerte geben, aber auch einen Jazz-Brunch mit Friends of Jazz. Hier spielt unter anderem der Kapfenberger Altbürgermeister Klaus Prischl für unsere Gäste in Turnau mit seinem Saxophon. Und ich hoffe natürlich auch als Bürgermeister, dass heuer das Kultur- und Veranstaltungsjahr dann mit dem jagdlichen Advent am ersten Adventwochenende abgeschlossen werden kann. Da werden wir dann sehen, was Corona noch so mit sich bringt. Und dazwischen gibt es viele weitere Veranstaltungen von unseren Vereinen, aber auch von unserer Kulturinitiative Turnau. Da darf ich mir auch bei den beiden Herren Hannes Putzgruber und Günter Breitler für ihr Engagement herzlich bedanken. Im Rahmen des Stadtparteitages der Brucker Volkspartei in der Wirtschaftskammer wurde Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger einstimmig als Stadtparteiobfrau wiedergewählt. Ich freue mich einmal zuallererst, dass Susi Kaltenegger heute so eindrucksvoll bestätigt wurde. Das zeigt, dass sie nicht nur selbst eine gute Arbeit geleistet hat, sondern dass sie auch ein hervorragendes Team um sich hat, in Bruck die wirklich wichtigen Fragen und Anliegen anzugehen. Sie ist bei den Leuten, sie weiß, wo die Sorgen drücken und ich glaube, sie ist absolut die richtige Frau an der Spitze. Es gibt vieles zu tun in Bruck. Vieles zu verändern, damit diese Stadt wieder eine lebenswerte Stadt wird, damit auch das geschäftliche und das unternehmerische Leben wieder auferstehen kann und vieles, vieles mehr. Also ich beglückwünsche Sie noch einmal sehr, sehr herzlich.
Im Beisein von Landesrat Hans Seitinger und Landtagsabgeordneter Cornelia Izzo gab die bestätigte Stadtparteiobfrau nicht nur einen umfassenden Tätigkeitsbericht ab, sondern erklärte auch das Ziel ihrer politischen Arbeit. Wir wollen natürlich weiter als starke Stimme im Brugger Gemeinderat, als Brugger Volkspartei auftreten. Wir wollen die richtigen Entscheidungen treffen, die wichtig sind für unsere Stadt, für die Entwicklung. Vor allem wollen wir schauen, dass endlich dieser Stillstand, in dem unsere Stadt im Moment gefühlt ist, dass der endlich ein Ende nimmt. Und deswegen werden wir weiterhin gerne konstruktiv mitarbeiten, aber auch mit den Entscheidungen, die wir für richtig halten. Und wir wollen auch unsere Vorschläge eben dann sich wiederfinden sehen. Unsere Ziele sind natürlich, bürgernahe, gute Politik zu machen, aber vor allem bis zur nächsten Wahl uns zu verstärken. Wir wollen natürlich für die nächste Gemeinderatswahl Stimmen dazugewinnen. Und da sind wir optimistisch, dass uns das gelingt. Und ich bin stolz, ich habe ein tolles Team im Vorstand, im Stadtparteivorstand, aber auch im Gemeinderat. Und ich habe vor allem auch gutes, junges Team. Und darauf bin ich ganz besonders stolz. Unsere Stadtparteiobfrau und Vizebürgermeisterin unterstütze ich vor allem in der thematischen Aufbereitung und in der Medienarbeit. Wir haben in der Stadt sehr, sehr viele Themenfelder zum Beackern. Ich denke da an die Wohnungen, die leer stehen. Ich denke an die sanierungsbedürftigen Schulen und Straßen. Und ich denke ans desolate Budget. Und dieser Mix aus erfahren und jung, aus verschiedenen Berufssparten, der macht es aus, dass wir gemeinsam die Susanne Kaltenegger unterstützen. Und da bin ich natürlich auch an vorderster Front dabei.